allein, singen auf Balance, fliegen auf ein Himmel drauf. Was singst du in deutsche Musik, du Opfer? Der Song ist beste. Deutsche Musik ist Tamso Absturz, was ist los? Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Ghetto News 10 vor 8 am Samstag. Immer 10 Minuten aktueller als die ganzen anderen Hurensöhne. Jetzt, ihr erfährt wieder den Wichtigsten von Woche, ich schwör. In London, ein Mann, er hat versucht mit Messer bei Buckingham Palace reinzukommen, ich schwör. Bei Durchsuchung, der Messer wurde aber gefunden und der Mann hat von Security miese Schelle und 2 Buckingham Kicks bekommen, ich schwör. Mit Schiemann bei Mills, dann er war K.O. In London, es gibt's den Gerücht, es war der ehemalige Fahrschullehrer von Prinz Charles. Charles, er soll ihn seit Prüfung übertrieben viel Para schulden und jetzt, er wollte ihn dafür abstechen, ich schwör. Zu dieser Situation jetzt live zugeschaltet unser England-Korrespondent, hier ist Ashley Robinson. What's up, Digga? What's up, Ashley, la? Hello, okay. Ashley, what can you me over the man say with the... The knife. Yeah, with knife. Was he the drive school teacher from Charles? Ogun, listen. In fact, Prince Charles is a horrible driver. And he needed a lot of lessons for getting the license. But there is another... Scheiße! Digga, ganz ruhig lang, das ist live, Digga. Ich versuche auf Englisch. Wieso auf Englisch? Halt die Fresse, Mängel! Rumor, rumor. Ogun, there is another rumor that this man could be the dentist of Queen Elizabeth. Oh, tell me more. Queen Elizabeth missed the last eight. Dein Leben ist eine Lüge, Mängel! Ogun, I call you later. Okay. In China, es gab den ersten deutschen Filmfestival der Welt, ich schwör. Chinesische Regierung, er hat aber nicht erlaubt, dass alle Filme gezeigt werden, ich schwör. Beispiel, der Blechtrommel und der Leben von anderen, sie dürften nicht gezeigt werden. Der Trommel, er ist in China Symbol für Umweltkatastrophe. Und der Leben von anderen, er dürfte nicht gezeigt werden, weil die Regierung meinte, man soll sich um sein eigenes Leben kümmern und nicht den Leben von anderen verwerten, ich schwör. Der Film Coco Väh, er dürfte gezeigt werden, aber nur weil Til Schweiger seinen Mund mit Balken abgemacht wurde, ich schwör. Merkel, sie hat jetzt auch mit Grüne Partei verhandelt, aber sie werden kein Team, ich schwör. Eigentlich, das war sowieso schon klar, deswegen viele, sie sagen, Merkel wollte nur Welle vor SPD machen, ich schwör. Sie soll zu Sigmund Gabriel gesagt haben, wenn SPD bei Namen den P nicht in E ändert, dann sie kann auch mit Grüne Partei regieren. Aber bei Grüne Partei, Merkel hat noch mehr auf Welle gemacht, ich schwör. Sie wollte gar nicht mit ihnen verhandeln, sondern sie nur provozieren. Sie kam extra mit ganz altes Auto ohne Katalysator zu treffen gefahren und sie hatte bei Scheibe Aufkleber Atomkraft das Beste. Viele Leute, sie haben den Gefühl, Merkel hebt langsam ab. Zu diesem Thema jetzt live zugeschaltet unser Ghetto-News-Experte. Hier ist Raffaello van der Vaart. Was geht ab, Digga? Hallo, Ogun. Digga, was glaubst du? Hebt Merkel jetzt ab? Ja, das ist natürlich auch eine große Gefahr für den... Ah, ich bin den Nagel getreten. Ah. Was? Ah, ich bin den Nagel getreten, den Nagel auf Fuß gelegen und bah, reingetreten. Nagel? Fuck, genau, das ist geblutet. Digga, was meinst du denn? Na, Nagel blutet. Na, mein Fuß, der Nagel blutet, der Fuß blutet. Ah. Ja, dann hol dir jetzt schnell Pflaster, Digga, beeil dich, ich hör. Ja, muss ich gucken, Pflaster, muss ich gucken, alles Schrank auf, Mann. Trotzdem vielen Dank an Raffaello van der Vaart, dass er sich für uns Zeit genommen hat, ich schwör. Und jetzt willkommen zu den Kurznachrichten meiner Kollegen Gangster-Styler Princess, ich schwör. Boris Becker hat bei Twitter gegen Stefan Raab aufgemuckt, was ist los? Bei TV Total Raab, er hat bewiesen, dass Becker nicht richtig Deutsch kann. Er meinte in meinem Buch, ich sag auch ganz klar, dass ich stolz, Deutscher zu bin. Was ist los bei dir, Becker? Eigentlich Raab, er hätte dich anzeigen müssen, weil du Buch schreibst, obwohl du dumm bist, was ist los? John Bon Jovi, er ist mit Frau zusammen bei ihrer Hochzeit zu Altar gegangen, weil sie großer Fan von ihm ist. Was ist los? Bist du dumm, du Schlampe? Wie fühlst du denn ein Mann? Hast du dich bei Hochzeitstag auch von beiden entjungfern lassen, oder was? Justin Bieber, er hat bei Party gegen DJ aufgemuckt, weil er nicht seine Lieblingsmusik gespielt hat. Was ist los? Bist du behindert, du Messgeburt? Komm doch so Pamuk und muck gegen DJ auf. Er ist Free Fighter und zerstört dich. Mein Cousin erkennt ihn. Was ist los? Helene Fischer, sie ist mit ihrem neues Album auf Platz 1 bei Charts eingestiegen. Was ist los? Ganz ehrlich, sie ist richtig Abturner. Erstmal, sie lässt ihre Texte von Kollegen schreiben und dann, sie macht so auf sauberen Image. Ganz ehrlich, sie hat jeden Morgen Florian Silbereisen bei Beziehungen ins Frühstück gerotzt, bis er Schluss gemacht hat. Was ist los? Kim Kardashian, sie kriegt keinen Stern bei Walk of Fame in Hollywood. Was ist los? Warum auch, du Schlampe? Was kannst du außer Leute kennen, die Promis sind? Ich habe auch schon mal Udo Lindenberg bei KFC gesehen und krieg ich Preis dafür? Nein! Das waren kurze Rechnungen und jetzt gibt's noch den wichtigsten von Horoskop, ich schwör. Nächste Woche der Universum, er steht in Scheitelpunkt zu Venus, ich schwör.
Deswegen der Mond, er steht in sehr guter Atmosphäre zu sich selber und das ist sehr wichtig für den Sternzeichen Schütze, ich schwör. Er darf nächste Woche auf keinen Fall Kontakt haben mit dem Sternzeichen Rind. Der Sternzeichen Skorpion, er wird ganze Woche sehr viel Appetit auf Obst haben und Sternzeichen Sonnenmensch, er darf auf keinen Fall sauer auf seine Nachbarn werden, ich schwör. Und jetzt willkommen zu den Wetter, hier ist Norbert Hückeswagen, was geht ab, Digga? Ja, aber hatte mir das, der Sommer ist schon wieder über alle Berge. Und schwupps verarscht er uns und steht nächste Woche vor unserer Türe. Und dann bringt uns der Gauner Temperaturen nochmal bis zu 21 Grad. Da krieg ich doch steife Nippe. Ja, die hatte sie. Die Fotze. Gudrun, Mensch. Das Ding mit dem Andi. Das kann ich nicht verziehen, ich weiß nicht wie. Aber dann der Dreier mit dem Mitchell und mit dem ekelhaften Wolfram. Ich lieb dich immer noch, Mädchen, ruf mich doch an. Ich hab doch noch die alte Nummer 948864. Vielen Dank, Norbert Hückeswagen. Und die nächsten Ghetto-News, ihr erfährt wieder nächstes Samstag. 10 vor 8, immer 10 Minuten aktueller als die ganzen anderen Hurensöhne. Schön. Auf rein, Leute, haltet. Was magst du an den Song nicht? Er ist doch perfekt im Cut. Richtige Türken, die singen keine deutschen Lieder, die